Hallo, ihr seht, was los ist und ihr hört, was los ist. Ich bin immer noch ein bisschen verliebt in ja, mein neues Soundmodul, mein neues Audio-Interface, ganz viele Einstellmöglichkeiten und aber egal, genug davon. Es ist eine Investition für die Zukunft. So, was machen wir heute? Wir verlosen und zwar das Choice Bundle vom Anfang Juni. Was? Nee, Quatsch. Das Choice Bundle von Anfang Mai. Dann das Souls-like Bundle. Das Easygoing Bundle mit einer ganzen Menge Spiele. Und unter Vorbehalt den von Anshi gestifteten Key für Looking for Aliens, weil da habe ich ein bisschen was verballert, ein bisschen was verpeilt und ich weiß auch nicht, was los war. Wir fangen an mit Choice und das mit den Aliens erkläre ich euch gleich. Das klingt jetzt auch wieder völlig falsch. So, zack, wir haben hier etwas. Get YouTube Comments. 21. So, zack. Und wir haben einmal Spirit Farer. Das sind schon noch 17. Wir haben Spirit Farer zweimal. Kann ich das gleich auf einmal machen? Guck mal. TJ und Christina Egger. Tja, so ist immer. Also. TJ und Christina Egger. So. Dann Behind the Frame. Wir machen hier nochmal. Zack. Nee, wir machen so. Dann. Jo, das sind auch ganz neue. Nochmal. Jetzt können wir das irgendwie zurücksetzen. Behind the Frame ist auch zweimal. Ich guck mal, also wenn jetzt nochmal TJ und Christina Ecker kommen, könnte das sein. Aber. Moment. Nee, ich glaube. Wir versuchen das jetzt mal. Wir haben Gmail und NestJob, das ist sehr deutlich. Das sind ganz andere Personen, also können wir das so machen. Ich lerne das Tool noch und hört ihr das? Ja. Es ist wieder Pollenzeit. Ich bin gar kein so schlimmer Allergiker, aber sobald ich ans Aufnehmen geht. Vielleicht bin ich ein bisschen nervös, aufgeregt, keine Ahnung. Geht alles immer los. Das ist ganz furchtbar. So, dann WM at Gmail und NessJob. So, WM at und NessJob. Das sind ja dann doch alte Bekannte. So, und dann der Bildersimulator, den haben wir nur einmal. Das ist wieder der NessJob, aber es hat ja so funktioniert. Das ist ein Zufall. NessJob. Na. So. Gut, wir kommen zum Souls-like Bundle. Dann tragen wir das doch schnell mal ein. Natürlich 0, weil wir müssen ja erst noch das richtige Keyword eingeben. Das ist Salt für Salt and Sanctuary. Zweimal. Das sind jetzt wieder 17. So, zweimal. Und MV und Christina Ecker. MV habe ich die schon. Muss ich gucken. MV? Sagt mir gerade nichts, ne? Also, MV. Wenn nicht, schreibe ich dich natürlich an oder im Kommentar. Und Christina Ecker. Dich habe ich auf jeden Fall. So, ja, und Mortal Shell. Einmal. Machen wir mal.
Mortal. Das sind 12. Pommes. Wieder jemand ganz anderes. Also das Tool funktioniert. Das war eben wieder Zufall, dass der Nesshop noch mal dran kam. Und nicht Zufall, der macht ja immer mit. Ne? Deswegen hat er auch gute Chancen zu gewinnen. Und das ist gut so. So, jetzt kommt das Easy Going Bundle. Das ist ein bisschen was. Da kommt einiges. Ich nehme das noch mal raus. Geben dort das ein. Wie viele Kommentare haben wir? 20. So, Events Remains. Zweimal. Tolles Spiel. Tolles Spiel. Habe ich ein Let's Play zu, wisst ihr, genau. Das sind dann noch 15, okay, und Chris M. und Pommes. Chris M. habe ich, glaube ich, ne? Wenn nicht, wie gesagt, ich schreibe euch an. Chris M. und Pommes. Dann Teacup. Auch wieder 2. Da Tami Luna und nochmal der Pommes. So, dann Beasts of Maravilla. Beasts. Wenn jetzt nochmal der Pommes kommt, dann mache ich mir Sorgen. Obwohl, das hat nichts zu heißen. Ne? Das sind auch zweimal, genau. Na ja, gut, Pommes und Angie. Ich muss es jetzt so einfach glauben. Oder wir müssen jedes Mal... Ja. Dann gehen wir mal zurück zu... Nee, das ist falsch. Ich werde den Key jetzt hier nicht reinkopieren. Das wäre ein bisschen doof. Dann könnte ich die Aufnahme neu machen. So. Aground. 11. Einen Gewinner. TJ. So, Kaliko. Wie gesagt, es sind ja einige. Kaliko haben wir zweimal. Tina und W mit Gmail. Hallo Katze. So, weiter. Lake. Auch zweimal. Schon wieder Lake. Immer Lake. Ich finde Lake toll, aber es ist oft Lake. It's getting Lake. Entschuldigung dann. Nesshop und KS. Das ist doch Zufall. So, dann Princess Farmer einmal. Christina Ecker. Starcrossed. Einmal. KS. Und das war's schon. Jetzt kommt das Entscheidende. Und zwar der Key, den Angie mir gegeben hat. Und zwar zweimal, weil ich den ersten tatsächlich, das klingt doof, verloren habe. Das heißt, die Nachricht von ihr
Die war schon so alt, dass sie mir nicht mehr angezeigt wurde. Dann habe ich ihn nochmal angefragt. Sie hatten mir natürlich sofort wieder geschickt. Jetzt ist der aber schon alt. Ja, das ist ja ein For Free. Das war, ich weiß nicht, das war Ende April. Und ich habe dazu keinerlei Angaben mehr. Das heißt, also ich weiß noch den Link, wo man es redeemen kann, weil ich lange recherchiert habe. Ich weiß aber nicht, ob der Key noch gültig ist. Also, lieber Gewinner von diesem Key, ich schicke dir in der Mail auch die URL, wo du den einlösen kannst, zu. Ob er noch funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Und dann muss ich sagen, tut es mir tatsächlich nicht leid, aber dann habe ich es einfach, ne? Okay. Aha. Das ist auch ein bisschen seltsam. Achso, klar, Star-Crossed ist natürlich nichts. 12, genau. Und dann machen wir da Aliens rein. Das dürften dann von den 12 9 sein. Gut. Einen Gewinner. Und vielleicht gewonnen. Looking for Aliens hat Phil Hake. Also, lieber Phil, unter Vorbehalt hast du vielleicht Looking for Aliens gewonnen. Wie gesagt, ist meine Schuld, aber kann passieren und eventuell geht's auch und ja, werde ich auch in der Mail schreiben. Schreibt mir bitte, ob es noch funktioniert hat. So, ich werde jetzt mal nachschauen, ob ich MV und Chris M, ne, Chris M habe ich auf jeden Fall, ne, es ist, oh Gott, ich bin nicht mehr ganz bei mir, ich habe viel um die Ohren. Gucke ich mal, ob ich euch beide schon in der Liste habe. Wenn nicht, dann schreibe ich euch an unter den Kommentaren, dass ihr mir eine Mail schreibt. Und ansonsten, ja, jetzt ist es so, es ist jetzt Freitagmittag. Dieses Video kommt raus entweder Samstag um 15 Uhr oder Sonntag um 15 Uhr. Das entscheide ich, wenn heute um 8 Uhr, ob da, also wenn da ein Bundle da ist von Humble Bundle, geht das erstmal vor und kommt dann am Samstag, wenn keins da ist, dann kommt dieses Video am Samstag. Aber ihr seht ja, wann es kommt. Ist ja doof, ne? Warum sage ich das? Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall werdet ihr die Mails mit den Keys bekommen. Ja, wenn, nee, der Phil Hake kriegt seins sofort, weil ich möchte nicht, dass der Key jetzt vielleicht noch bis morgen gilt. ja, ansonsten, jo. An alle anderen kriegen dann ihre Keys am Tag der Ausstrahlung. Genau, kurz nachdem dieses Video rauskommt. Jo. Gut, das war's dann schon von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's auf jeden Fall gut. Harret der Dinge, die da kommen. Sagt man das so? Das sagt man so. Und ja. Ciao.